Viele Lichtjahre von uns entfernt, in einem unbekannten Teil der Galaxie, gibt es einen Planeten namens Turo. Dort befindet sich das Hauptquartier der Galaktischen Föderation, einem Zusammenschluss verschiedener bewohnter Planeten. Die Bewohner dieser Planeten sehen höchst unterschiedlich aus. Da gibt es zum Beispiel ganz kleine Wesen, die wie Gürteltiere mit Hasenbeinen aussehen, und riesengroße, die mehr als zwei Augen oder Beine haben. Der Vielfalt scheinen keine Grenzen gesetzt. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie sprechen und handeln ähnlich den Menschen und sind intelligent. Sie haben eine hochentwickelte Technik und ein ausgefeiltes Staatswesen. Hierzu gehört auch der Hohe Rat, eine Art oberster Gerichtshof, der dafür sorgt, dass die Gesetze der Föderation eingehalten werden. Doch eines der Gesetze scheint gebrochen worden zu sein. Deshalb ist der Hohe Rat zusammengekommen. In einer riesigen, kugelförmigen Halle, an deren metallischen Wänden sich unendlich viele Sitzreihen befinden, haben die Mitglieder der Föderation Platz genommen, während die Ratsvorsitzenden auf einer muschelförmigen Empore thronen. Die Präsidentin des Hohen Rats, eine große, dürre Riesenameise mit Zebrabeinen, eröffnet die Verhandlung. Verlesen Sie die Anklage. Kapitän Gantu, ein baumhohes, muskulöses Wesen mit großem Kopf und haifischähnlichen Zähnen, wendet sich an den Angeklagten. Dr. Jamba Jokiba, Leiter der Forschungsgruppe Galaktische Verteidigung. Sie stehen heute vor dem Hohen Rat angeklagt wegen der Durchführung illegaler genetischer Experimente. Alle Augen richten sich auf den Wissenschaftler, der auf einer versenkbaren Scheibe über dem Abgrund schwebt. Die Präsidentin stellt ihm die entscheidende Frage. Wie plädieren Sie? Nicht schuldig! Dr. Jamba sieht aus wie ein großer, dicker Käfer. Und seine vier Augen schauen die Ratspräsidentin unschuldig an. Doch die bleibt davon unbeeindruckt. Wir vermuten, dass Sie tatsächlich etwas geschaffen haben. Etwas geschaffen? Ha, das wäre nicht verantwortlich und gegen jede Ethik. Ich würde niemals, nie. Ein durchsichtiger Behälter schwebt zu Dr. Jamba herunter. Darin springt ein kleines, tobendes Wesen herum. Jetzt kann er nicht länger lügen, denn das Ergebnis seiner illegalen Forschung steht neben ihm. Was ist das für ein Ungetüm? Was? Ungetüm? Der Wissenschaftler protestiert. Doch das von ihm geschaffene Ungeheuer sieht wirklich gefährlich aus. Auf sechs Beinen springt es gegen die Wände seines Gefängnisses. Seine bedrohlichen Rückenstacheln, die Antenne auf seinem Kopf und seine großen Ohren schaukeln wild hin und her, während es seine spitzen Zähne bleckt. Dr. Jamba betrachtet es mit Stolz. Was Sie hier sehen vor sich, ist erste Exemplar von neuer Spezies. Ich es nennen Experiment 626. Er ist kugelfest, feuersicher, denkt schneller als Supercomputer. Er kann sehen im Dunkeln. Er bewegt Objekte 3000 Mal so groß wie er. Sein einziger Instinkt, alles, was er anfasst, vernichten. Es ist also ein Monster. Aber nur kleines. Es ist ein Verbrechen an der Natur. Wir müssen es zerstören. Halten Sie ein, Kapitän Gantu. Vielleicht lässt es vernünftig mit sich reden. Die Präsidentin wendet sich an das kleine Monster, um ihm eine Chance zu geben. Experiment 626. Zeig uns, dass du uns verstehst. Beweise uns, dass irgendetwas in dir steckt, das gut ist. Nichts Gutes steckt in 626. Respektlos streckte der Präsidentin die Zunge heraus und lässt ekligen Speichel aus dem weit aufgerissenen Maul rinnen. Das ist ja widerlich. Ich habe nicht gelernt, das. Nehmt diesen idiotischen Wissenschaftler fest! Ich mag ihn lieber Bezeichnung teuflisches Genie! Eine Kuppel senkt sich über den Wissenschaftler und schließt ihn auf seiner Plattform ein, die lautlos in die Tiefen der Halle gleitet. Und was diese Abart angeht, so ist sie das fehlerhafte Produkt eines verwirrten Geistes und ist hier nicht erwünscht. Kapitän Gantu,
ihn fort damit. Mit Vergnügen. Kapitän Gantus Wachmannschaft bringt 626 in ein Raumschiff, das für Gefangenentransporte ausgestattet ist. Dort wird das kleine Ungeheuer bis zum Hals in eine Kapsel eingesperrt und an der Decke aufgehängt. Kapitän Gantu beobachtet das mit Vergnügen. Unbequem? Oh, gut! Der Hohe Rat verbannt dich ins Exil auf einen verlassenen Asteroiden. Also entspann dich und genieße die Reise. Ein Roboterarm nähert sich 626 mit einer Spritze, sticht ihm in den Hals und entnimmt eine genetische Probe. Und komm ja nicht auf dumme Gedanken! Die Waffen hier sind auf deinen genetischen Code programmiert. Sie feuern ausschließlich auf dich! Zwei riesige Waffen folgen jedem Ohrenzucken von 626. Zelle sichern! Zu Befehl, Kapitän! Zufrieden verlässt Gantu den Zellentrakt. Ein Wachmann bleibt beim Gefangenen. Volle Kraft voraus! Kaum ist das Raumschiff gestartet, versucht sich 626 zu befreien. Das kleine Ungeheuer spuckt verächtlich zu Boden. Sofort feuern die Kanonen auf seinen Speichel. Das bringt 626 auf eine Idee. Er spuckt dem Wachmann voll ins Gesicht. Der arme Kerl hat keine Chance. Was ist da unten los? Schüsse im Zellentrakt! Sofort durchstellen! 626 ist frei. Alarmstufe Rot, Deck versiegeln! Gantus Befehl kommt zu spät. Sicherheitspersonal 626 hat das Deck bereits verlassen. Objekt eliminieren! Schwer bewaffnet schwärmt die Sicherheitsmannschaft aus. Der Kapitän ahnt Schlimmes. Er will ins Energiezentrum! Die Lichter des Raumschiffs erlöschen. Zu spät. Da erschüttert eine Explosion das Schiff. Gantu wendet sich an seinen ersten Offizier. Und was war das? Es scheint, er hat das Schiff verlassen. Bestätigt, er hat einen Polizeigleiter genommen. Oh nein, ausgerechnet den roten. Hyperdrive aktiviert. System wird geladen. Er schaltet den Hyperdrive ein. Stellt mich zur Präsidentin durch. Die Präsidentin ist alles andere als erfreut. Im galaktischen Kontrollzentrum gibt sie den Raumfahrtspezialisten sofort den Befehl, die Flugbahn von 626 zu verfolgen. Wo ist er? Immer noch im Hyperspace. Wo verlässt er ihn? Berechnungen laufen. 17. Quadrant, Sektion 005, Bereich 51. Ein Planet namens RD. Auf einer riesigen Monitorwand erscheint das, was die Bordkamera des Polizeigleiters aufzeichnet. Ein blauer Planet rückt deutlich sichtbar näher. Die Erde. Was ist das? Wasser. Es bedeckt fast den ganzen Planeten. In Wasser überlebt er nicht. Seine Molekulardichte ist zu groß. Auf dem Monitor tauchen plötzlich kleine Inseln auf. Ich wusste es. Die Inseln von Hawaii. Und genau die steuert 626 an. Denn an Land kann er durchaus überleben. Oh nein. Ich wünsche einen Experten für diesen Planeten. Und zwar sofort. Ein Anruf genügt, der Experte ist unterwegs. Mit sorgenvollem Gesicht wendet sich die Präsidentin an eine Computerspezialistin. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Seine Landung wurde auf 3 Stunden und 42 Minuten kalkuliert. Wir müssen den Planeten vernebeln. Moment! Moment mal! Der Experte für den Planeten Erde ist eingetroffen. Die Erde ist ein geschütztes Wildreservat. Ja, wir benutzen sie, um die Mückenpopulation wieder zu erhöhen, welche, wie ich erinnern darf, eine vom Aussterben bedrohte Art ist. Muss ich davon ausgehen, dass Sie der Experte sind? Oh, na ja, Experte? Ich weiß nicht. Gestatten, Pligli, Agent vom Dienst. Pligli, ein kleines, dünnes Wesen auf 4 Beinen mit 3 Fingern und nur einem Auge, lächelt die Präsidentin freundlich an. Können wir die Insel nicht einfach vernichten? Nein! Sind Sie irre? Das Hauptnahrungsmittel der Mücken, eine primitive Lebensform namens Mensch, hat überall auf dem Planeten Kolonien. Sind Sie intelligent? Nein, aber extrem empfindlich. Jedes Mal, wenn Ihr Planet von einem Asteroiden getroffen wird, fangen Sie wieder ganz von vorne an. Faszinierend, nicht wahr? Ich habe Sie mit Hilfe dieses... Und wenn wir mit unseren Streitkräften einfach dort landen? Das wäre nicht sehr schlau! Das sind äußerst simple Lebewesen, Verehrteste. Eine Invasion würde zu Chaos und Massenhysterie führen. Eine verdeckte Gefangennahme würde eine Kenntnis von 626 voraussetzen, die wir nicht besitzen.
Zusammen mit Pleakley begibt sich die Präsidentin in den Sicherheitstrakt. Zur Gefängniszelle von Dr. Jumba. Er ist entwischt? Das ist mit Sicherheit keine Überraschung für Sie. Geschöpf wurde entworfen so, dass es niemand kann stoppen. Aus dem Grund wird er auch von Ihnen zurückgeholt. Von mir? Und zur Belohnung sind wir gewillt, Sie bei einer erfolgreichen Gefangennahme zu begnadigen. Einfangen 626 wird nicht leicht. Vielleicht kann man mit Plasmakanone und gezielte Schuss ihn für kurze Zeit... Plasmakanone genehmigt. Pleakley missfällt es, dass Jumba mit einer Plasmakanone auf die Menschheit losgelassen wird. Aber das ist ein empfindlicher Planet. Wir sollen auf ihn aufpassen. Sie natürlich. Schon bald befinden sich Pleakley und Jumba in einem Raumschiff und folgen 626 zur Erde. Genauer gesagt, zu einer kleinen Hawaii-Insel. Dort ahnen die Bewohner nicht, was ihnen bevorsteht. Sie gehen ihren täglichen Beschäftigungen nach und erfreuen sich an der Schönheit ihrer Inselwelt. So auch ein kleines dunkelhaariges Mädchen namens Lilo, die durchs smaragdblaue Meer taucht, umringt von farbenprächtigen Fischen. Plötzlich fällt ihr ein, dass ihr Hula-Tanzkurs schon längst angefangen hat. Schnell saust sie aus dem Wasser, rast zur Schule und reiht sich ein in die Gruppe der Tanzenden, was ihrem Lehrer nicht verborgen bleibt. Lilo, warum bist du so nass? Heute ist Sandwich-Tag. Jeden Donnerstag kriegt Platsch der Fisch von mir ein Erdnussbutter-Sandwich. Platsch ist ein Fisch? Aber heute war unsere Erdnussbutter alle. Da frage ich meine Schwester, was ich ihm geben soll, und sie sagt, ein Lachs-Sandwich. Ich fütter Platsch doch nicht mit Lachs. Wissen Sie denn, was Lachs ist? Fisch? Es ist Fisch! Wenn ich Platschlachs gebe, bin ich ein Verbrechen an der Natur. Und ich bin spät dran, weil ich erst in den Laden musste Erdnussbutter holen. Weil in unserem Kühlschrank nur dieser stinkende Lachs war. Lilo, warum ist das denn so wichtig? Platsch bestimmt das Wetter. Die fassungslose Stille wird von einem gleichaltrigen, rothaarigen Mädchen unterbrochen. Du hast echt einen Knall. Das lässt Lilo nicht auf sich sitzen. Sie stürzt sich auf die Rothaarige und kämpft mit ihr. Schnell greift der Lehrer ein und trennt die Streithähne. Kinder. Lilo? Tut mir leid, ich tu's auch nie wieder. Vielleicht sollten wir deine Schwester anrufen. Nein, ich bin auch artig. Ich will doch nur tanzen. Ich hab doch geübt. Aber aus dem Tanzen wird nichts mehr. Der Lehrer schaut Lilo streng an. Ich habe deine Schwester angerufen. Sie möchte, dass du auf der Treppe hier auf sie wartest. Grüppchenweise verlassen die Tänzerinnen die Schule, während Lilo einsam auf der Treppe sitzt. Da sieht sie die Rothaarige und ihre Freundinnen, die hübsche Puppen in den Armen halten. Lilo möchte gern mitspielen und rennt hinter ihnen her. Wollt ihr mit Puppen spielen? Du hast ja gar keine. Doch, Schule. Lilo zeigt ihnen ein grünes Stoffding, das ein bisschen wie klein Frankenstein aussieht. Die habe ich selbst genäht, aber ihr Kopf ist zu groß. Ich tue einfach so, als hätte sie ein Spinnennest im Ohr. Das macht sie traurig, weil sie nämlich nur noch wenige Tage... Die Mädchen lassen Lilo einfach stehen. Und das ist nicht das erste Mal. Niemand will mit ihr spielen. Niemand will ihre Freundin sein. Lilo ist darüber schrecklich traurig. Sie presst ihre selbstgenähte Puppe fest an sich, läuft nach Hause und schließt sich dort ein. Lilo! Lilo? Kurze Zeit später steht Nani, ihre große Schwester, vor der verschlossenen Tür. Sie hatte Lilo an der Hula-Schule vergeblich gesucht. Lilo! Mach die Tür auf, Lilo! Geh weg! Lilo, wir haben dafür keine Zeit. Lass mich in Ruhe sterben. Komm schon, Lilo, der Mann vom Jugendamt kann jeden Augenblick hier sein. Da die beiden ihre Eltern bei einem Unfall verloren haben, soll jetzt ein Mann vom Jugendamt prüfen, ob Nani, die schon erwachsen ist, ein geeigneter Vormund für Lilo ist und ob es Lilo bei ihrer großen Schwester gut geht. Deshalb ist es wichtig, dass der Mann vom Jugendamt einen positiven Eindruck bekommt. Und den hat er bestimmt nicht, wenn Lilo sich weiterhin im Haus verbarrikadiert.
Verzweifelt und wütend steckt Nani ihren Kopf durch die kleine Hundeluke, um die Haustür von innen zu entriegeln. Wenn ich dich erwische, mache ich dich sowas von alle! Sie merkt nicht, dass der Mann vom Jugendamt bereits eingetroffen ist. Ich steck dich in den Mixer, drück auf Pürieren, mach aus dir eine Pastete und setz dich dem Mann vom Jugendamt vor. Und wenn er sagt, toll, wie lautet ihr Geheimrezept, dann sag ich, Liebe und gute Fürsorge. Erschrocken blickt Nani zu dem großen, schwarz gekleideten Mann auf, dessen Augen von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt sind. Sind Sie der fragliche Vormund? Ja, ich bin Nani. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Bobo. Mr. Bobo? Das ist ja ein komischer... Ja, ich weiß. Wollen Sie mich nun hereinbitten, Nani? Eine letzte Kraftanstrengung. Die Tür geht zum Glück auf. So, Limonade? Lassen Sie Ihre Schwester oft allein zu Hause? Nein, niemals. Oh, nur ausnahmsweise heute. Ich musste kurz einkaufen gehen, weil... Bobos Blick fällt auf schwarzen Qualm, der aus einem der Kochtöpfe steigt. Sie sind weggegangen und haben den Herd angelassen. Zum Warmhalten, winzig kleine Flamme. Das duftet köstlich. Lilo, die in diesem Augenblick ins Zimmer kommt, straft ihre Schwester Lügen. Der steht schon seit heute Morgen da. Lilo, da bist du ja, Schwesterherz. Das ist Mr. Bobo. Sehr erfreut. Auf ihren Knöcheln steht Cobra. Cobra Bobo. Ehrfürchtig starrt Lilo auf Cobra Bobos kräftige Hände. Sie sehen gar nicht aus wie einer vom Jugendamt. Ich bin Sonderbeauftragter. Haben Sie schon mal jemanden umgebracht? Wir weichen vom Thema ab. Lass uns von dir reden. Bist du glücklich? Das ist Lilos Stichwort. Schon rattert sie die Antworten runter, die sie mit ihrer Schwester einstudiert hat. Ich bin ausgeglichen, bekomme 4 Mahlzeiten, schaue immer links und rechts, bevor ich über die Straße gehe, mache Mittagsschlaf. Aus Freude über Lilos richtige Antworten ballt Nani die Faust. Ihre Schwester versteht das leider ganz falsch. Und dann kriege ich Haue? Wie bitte? Ja, ich krieg ganz viel Haue. In echt. Manchmal sogar 5-mal am Tag. Mit der Faust. Mit der Faust? Aha, mit Boxhandschuhen. Oh, zu viel Schokolade macht sie ganz wehr. Geh ein bisschen spielen, Schätzchen. Das Mädchen geht, doch der schlechte Eindruck, den der Sonderbeauftragte gewonnen hat, bleibt. Ich bin derjenige, den man ruft, wenn es schwierig wird. Und das, Nani, finde ich sehr schwierig. Bevor er das Haus verlässt, überreicht er der spielenden Lilo seine Visitenkarte. Ruf mich an, wenn man dich wieder alleine lässt. Ist gut. Dann verabschiedet er sich von Nani. Falls es Sie interessiert, ich bin gar nicht erfreut. Sie haben 3 Tage Zeit, mich umzustimmen. Nani hat schreckliche Angst, Lilo zu verlieren. Und sie ist wütend, weil alles schiefgelaufen ist und Lilo ihr nicht geholfen hat. Verstehst du denn nicht? Willst du, dass sie dich hier wegholen? Antworte mir! Nein! Nein, du verstehst nicht? Nein! Was nein? Nein! Du machst mich wahnsinnig! Lilo ist auch wütend, weil sie keine Freundin hat, weil Nani mit ihr schimpft und weil alles so schwierig ist. Dann gib mich doch weg und kauf dir dafür ein Kaninchen! Ein Kaninchen würde sich auch besser benehmen als du! Na mach doch und werd damit glücklich! Es ist sowieso schlauer als ich! Und ruhiger! Zornig stürmt Lilo in ihr Zimmer. Ab in dein Zimmer! Ich bin doch schon in meinem Zimmer! Nach einiger Zeit, die Sonne geht bereits unter, haben sich die beiden wieder beruhigt. Und Nani will sich mit Lilo versöhnen. Hey, hast du Hunger? Magst du ein Stück Pizza? Wir sind eine kaputte Familie, nicht wahr? Nein. Naja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ich hätte dich nicht so anschreien dürfen. Wir sind Schwestern. Das ist doch normal. Ja, aber ab sofort... Als eine Schwester habe ich dich viel lieber als eine Mutter. Ja? Und du hast mich doch als Schwester auch viel lieber als ein Kaninchen, oder? Ja. Viel lieber. Ich habe heute die Rothaarige geschlagen. Geschlagen? Lilo, du kannst nicht. Wir sind alle immer so anders.
Die wissen nur nicht, was sie sagen sollen. Weißt du was? Wenn du mir versprichst, andere Kinder nicht mehr zu hauen, verspreche ich dir, nicht mehr zu schreien. Außer zu besonderen Anlässen. An Dienstagen und Feiertagen wäre schon mal nicht schlecht. Okay, abgemacht. Glücklich schauen die beiden aus dem Fenster. Hinauf in den funkelnden Sternenhimmel. Da saust das Raumschiff von 626 in einem Funkenregen auf die Erde hinunter. Eine Sternschnuppe! Lilo schubst ihre Schwester unsanft aus dem Zimmer. Ich bin's wieder. Ich brauche ganz dringend einen Freund. Jemand, der nicht wieder weggeht. Am besten, du schickst mir einen Engel. Den allerliebsten Engel, den du hast. Nanni, die Lilos Wunsch gehört hat, erkennt, wie einsam die Kleine ist und dass sie unbedingt einen Spielgefährten braucht. Und sie hat auch schon eine Idee. Zur gleichen Zeit macht 626 eine Bruchlandung in einem Zuckerrohrfeld. Benommen klettert er aus dem Wrack und schaut sich neugierig um. Für ihn ist alles neu und fremd. Deshalb weiß er nicht, wie gefährlich es ist, mitten auf der Straße zu gehen. Schon wird er von einer Lastwagenkolonne überrollt. Die spitzen Stacheln seines Rückens lassen alle Reifen platzen. Erschrocken klettern die Fahrer aus ihren Führerhäusern. Was war denn das? Da! Da ist doch irgendwas hinterm Reifen! Sie zerren ein seltsames Ding unter dem Laster hervor und denken, es sei eine unbekannte Hunderasse. Deshalb bringen sie den bewusstlosen 626 ins Tierheim. Am nächsten Morgen erscheinen dort Nanni und Lilo. Sie erklären der Leiterin des Tierheims, welche Art von Spielgefährten sie für Lilo wünschen. Etwas, das sich wehren kann, was nicht so leicht eingeht. Etwas Robustes, wissen Sie? Vielleicht ein Hummer. Lilo, sei nicht Lolo. Haben wir eine Hummertür? Nein, wir haben eine Hundetür und deswegen gibt's einen Hund. In einem Hundezwinger erwacht 626. Blitzschnell und unbemerkt flieht er aus dem Tierheim. Doch draußen sausen ihm die Kugeln einer Plasmakanone um die Ohren. Wie schön zu sehen, dein hübsches kleines Gesicht! Jumba? Schnell rennt er ins Tierheim zurück, während Jumba draußen auf ihn lauert. 626 weiß, dass er allein hier nicht lebend rauskommt. Als er Lilo sieht, erkennt er seine Chance. Hallo? Gibt es hier irgendwelche Tiere? Schon lässt er seine Rückenstacheln, die Antenne und das dritte Paar Beine in seinem Körper verschwinden, damit er eher wie ein Hund aussieht. Hallo? Dann springt er dem Mädchen entgegen und schaut es aus großen Augen aufmerksam an. Hallo? Hallo? Wow! Lilo hat sich entschieden. Das soll ihr neuer Freund sein. Und stolz bringt sie 626 ins Büro des Tierheims, um ihn ihrer Schwester zu zeigen. Oh ja, Alle unsere Hunde kann man adoptieren. Bis auf den da! Was ist denn das? Ein Hund, glaube ich. Aber heute früh war er noch tot. Wie, er war heute früh tot? Naja, es sah so aus, er wurde von einem Laster überfahren. Der ist super. Komm her, die Leiterin des Tierheims versucht 626 festzuhalten. Vergeblich. Willst du dir nicht lieber einen anderen aussuchen? Wir haben viel süßere Hunde, Schätzchen. Aber nicht so süß wie er. Er kann reden. Sag hallo. Hunde können doch gar nicht reden. Er schon. Muss es denn unbedingt der da sein? Ja, der ist gut. Ich weiß es. Und wie soll er heißen? Sein Name ist Stitch. Da sich Lilo nicht umstimmen lässt, füllt die Tierheimleiterin das Kaufformular aus. Also Stitch soll es sein. Das macht dann $2, bitte. Ich will ihn kaufen. Leihst du mir $2? Nanni gibt ihr das Geld. Und Lilo bekommt einen Stempel aufs Dokument. Jetzt gehört er dir. Überglücklich verlässt Lilo mit Stitch das Tierheim. Draußen schaut sich der vermeintliche Hund suchend um. Als er Jumba entdeckt, der mit der Plasmakanone auf ihn zielt, drückt er sich eng an Lilo. Kleine Mädchen als lebendiges Schutzschild, das sei das Letzte, sogar für dich! Als 626 ihm die Zunge rausstreckt, will sich Jumba wütend auf ihn stürzen. Doch Pleakley hält ihn zurück. Du darfst nicht schießen und dich darf niemand sehen. Schau dich doch an! Du siehst aus wie ein Monster. Wir müssen uns tarnen. Jumba tarnt sich mit Hut, Sonnenbrille und Hawaii-Hemd. Pleakley mit Frauenperücke und Kleid.
In dieser Kostümierung folgen sie Lilo, Stitch und Nani ins Dorf. Okay, Lilo, ich muss jetzt zur Arbeit. Lauf nicht so weit weg und pass auf, wenn du die Straße überquerst. Oh? Lilo zeigt ihrem neuen Freund Dinge, die ihr Freude machen. Das Meer, die Muscheln am Strand und die Kinder-Weltraumrakete, mit der man hin und her schaukeln kann. Doch wenn er etwas kaputt machen will, spritzt ihn Lilo mit einer Wasserpistole nass, was dem kleinen Kerl erst recht nicht gefällt. Das wiederum gefällt Jumba, der 626 heimlich zuruft. Wenn du zu ergeben bereit bist, lass es uns wissen. Hä? Am Abend nimmt Lilo ihren vermeintlichen Hund mit ins Luau, einem Restaurant, in dem Nani als Serviererin arbeitet. Dort zeigt sie Stitch eine Zeichnung, die sie von ihm gemacht hat. Das ist ein Bösometer. Und so böse bist du. Ganz schön hoch für jemanden, der so klein ist wie du. Daran müssen wir arbeiten. In diesem Augenblick kommt ein junger Mann an ihren Tisch. David, ein Freund von Nani. David! Guck mal, mein neuer Hund! Oh, well, ist das wirklich ein Hund? Mhm. Er war mal ein Collie und dann ist er überfahren worden. Als Nani mit einem vollbeladenen Tablett vorbeikommt, wird David ganz verlegen. Wie geht's, Nani? Hör zu, ich hab mir überlegt, wenn du heute Abend zufällig nichts... David, du weißt doch, ich kann nicht. Ich habe im Moment viel zu viel um die Ohren. Schon gut. Ich muss weitermachen. Der Junge am Tisch 3 bewirft alle mit Eis. Vielleicht ein andermal, okay? Keine Panik. Sie findet deinen Po süß und deine Haare schick. Ich weiß es. Hab ihr Tagebuch gelesen. Doch David kann Lilo nicht mehr fragen, ob Nani ihn vielleicht mag. Denn Stitch sorgt für Aufregung. Er hat einen Knochen entdeckt, der an einem Seil über den Boden gezogen wird. Natürlich folgt er dem Leckerbissen und tappt in Jumbas Falle. Haha, sieh mal, was ich finde! Bändigungsschellen! Sofort! Bevor der als Frau verkleidete Pleakley 626 die Bändigungsschellen überstreifen kann, steckt sein Kopf schon im Maul des kleinen Monsters. Jumba kann Pleakley nicht helfen, er muss den wild zappelnden Stitch festhalten. Zum Glück schüttet Nani rechtzeitig Wasser über Stitch und kann so Pleakley befreien. Da stürmt auch schon der aufgebrachte Restaurantbesitzer herbei. Nani! Ist das etwa Ihr Hund? Na und? Wer will auch schon in so einem dämlichen Möchtegern-Luau arbeiten? Traurig gehen die beiden Schwestern nach Hause, während Stitch hinter ihnen hertrottet. Lilo fühlt sich schuldig. Hast du deine Arbeit wegen Stitch und mir verloren? Nein, der Geschäftsführer ist ein Vampir und er wollte mich für seine Legion der lebenden Toten. Ich wusste es. Nani hat es geschafft, Lilo zu beruhigen. Und gut gelaunt zeigt sie Stitch sein neues Zuhause. Unser Haus ist super. Es wird dir sicher gefallen. Siehst du? Lilo? Fühl mal, wie weich. Lilo hält ihm ein Sofakissen hin, das dieser sofort zerfetzt. Hey, sag mal, spinnst du? Hör auf, lass meinen kleinen Engel in Ruhe. Das ist kein Engel, Lilo. Ich glaube, das ist nicht mein Hund. Wir müssen ihn wieder zurückbringen. Er ist doch nur so gereizt, weil er müde ist. Gereizt ist Stitch wirklich. Schon rennt er in die Küche und zerlegt den Mixer in seine Einzelteile. Hey, was machst du denn? Doch Stitch hört nicht auf. Also schnappt sich Nani den zerstörungswütigen Kerl, um ihn aus dem Haus zu werfen. Schau ihn dir an, Lilo. Das muss irgendeine Mutation sein, aber doch kein Hund. Wir müssen ihn zurückbringen. Aber wir haben ihn doch adoptiert. Was ist mit Ohana? Er ist doch noch gar nicht lang hier. Ich auch nicht. Dad sagte, Ohana heißt Familie. Hä? Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass das alle zusammenhalten. Und füreinander da sind. Schon gut. Ich hasse es, wenn du mir mit Ohana kommst. Erschöpft lässt sich Nani aufs Sofa plumpsen, während Lilo ihrem neuen Freund ihr Zimmer zeigt. Das ist mein Zimmer und das ist dein Bett. Aus einer Kiste hat sie ihm ein kleines Lager zurechtgemacht. Doch Stitch klettert auf Lilos Bett. Hey, das ist meins! Runter! Stitch denkt nicht daran. Als Lilo zu ihm aufs Bett klettert, wirft er das Kopfkissen nach ihr und entdeckt ein Foto. Ein Familienfoto. Hey, vorsichtig damit! Das darfst du nicht haben! Das darfst du nie anfassen!
lassen. Traurig betrachtet Lilo das Foto, auf dem sie, ihre Schwester und ihre Eltern glücklich in die Kamera lächeln. Stitch nutzt diese Zeit, um Lilos Zimmer gründlich zu verwüsten. In ihrer Not wirft Lilo ihm eine Blumenkette um den Hals. Das stoppt seine Zerstörungswut. Endlich. Weißt du, alles, was du anfasst, geht kaputt. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal das Gegenteil machst? Das hat Stitch nicht gelernt. Darauf wurde er nicht programmiert, was Dr. Jumba, der die beiden durch ein spezielles Fernglas beobachtet, ganz genau weiß. Kleine Mädchen verschwendet nur Zeit. 626 kann man nicht abbringen von Zerstörungsprogramm. Spät in der Nacht wandert Stitch ruhelos durch Lilos verwüstetes Zimmer. Dr. Jumba, der ihn noch immer beobachtet, wendet sich nachdenklich an seinen Kollegen Pleakley. Also das sehr interessant. Was? 626 ist konzipiert zu sein Monster. Aber jetzt, er kann nichts zerstören. Weißt du, sein Leben hat keinen tieferen Sinn. Wie muss sein, das zu haben gar nichts? Nicht mal Erinnerungen, die man nachts kann besuchen. Und da Stitch nichts hat, mit dem er sich beschäftigen kann, schnappt er sich eines von Lilos Büchern. Es ist die Geschichte vom hässlichen Entlein. Auf einem der Bilder sieht Stitch ein kleines weinendes Tier. In der dazugehörenden Sprechblase steht: Wo bin ich? Dieses Bild bewegt irgendetwas in ihm. Aufgeregt rennt er zur schlafenden Lilo, schüttelt sie so lange, bis sie erwacht, und hält ihr fragend das Buch vors Gesicht. Das ist das hässliche Entlein. Es ist traurig, siehst du, weil es ganz alleine ist und es niemand lieb hat. Es weint so sehr, dass seine Eltern es hören und dann finden sie es. Jetzt ist das hässliche Entlein wieder froh, weil es weiß, wo es hingehört. Diese Geschichte scheint Stitch zu gefallen. Behutsam nimmt er das Buch mit in sein kleines Bett und schläft endlich ein. Am nächsten Morgen bekommt Nani unerwarteten Besuch. Cobra Bobo steht vor der Tür. Sie haben Ihren Job verloren. Naja, eigentlich habe ich gekündigt, bin gegangen. Wissen Sie, die Arbeitszeiten waren nicht gerade günstig für jemanden, der ein Kind zu erziehen hat. Ein Buch landet an Cobras Kopf. Hey! Das tut mir wirklich furchtbar leid. Was ist denn das? Das ist mein Hundebaby. Wirklich? Sie wissen hoffentlich, dass Sie bisher in der Gunst meiner unerschöpflichen Geduld standen. Aber ich dulde nicht, dass Sie arbeitslos sind. Haben Sie mich jetzt verstanden? Ja, absolut. Und wenn ich diesen Köter wiedersehe, erwarte ich, einen Musterhund vorzufinden. Kapisch? Lilo weiß nicht genau, was ein Musterhund ist. Aber als begeisterter Elvis Presley-Fan hat sie schon eine Idee. Während sie Nani also bei der Arbeitssuche begleitet, versucht sie aus Stitch einen Musterhund zu machen. Elvis Presley war der totale Musterbürger. Um ein Musterhund zu werden, musst du seine Charakterzüge studieren. Nummer 1, Tanzen. Das Tanzenlernen begeistert Stitch und er macht seine Sache auch wirklich gut. Mit elegantem Hüftschwung tänzelt er um Lilo herum. Hände in die Hüften und mir nach. Leider ist er so schwungvoll, dass wieder einiges zu Bruch geht und Nani ihre Arbeitssuche fortsetzen muss. Am nächsten Arbeitsplatz läuft es auch nicht besser. Kommen wir zu Nummer 2. Elvis konnte Gitarre spielen. Hier. Stitch lernt rasend schnell. Und genauso schnell hinterlässt er ein Trümmerfeld. Am Ende sitzen die drei traurig am Strand. Nani hat keinen Job, Lilo keinen Musterhund und Stitch alles ruiniert. Da nähert sich David mit zwei Surfbrettern unterm Arm. Hey, Lilo! Wie geht's? Nani? Wir hatten heute einen schlechten Tag. Hey, ich bin zwar kein Arzt, aber eins weiß ich, gegen lange Gesichter ist nichts besser als ein paar Bretter und Superwellen bei Flut. Na, wie wär's? Das wäre jetzt genau das Richtige.
Zusammen mit dem jungen Mann paddeln die drei aufs Meer hinaus. Zitternd krallt sich Stitch am Surfbrett fest, denn vorm Wasser hat er Angst. Deshalb surfen Nani, Lilo und David auch nur mit einem Brett, während Stitch im ruhigen Wasser dümpelt. Aufmerksam beobachtet er, wie die drei lachend auf den Kronen der heranrollenden Wellen reiten oder durch die glitzernden Wassertunnel flitzen. Allmählich schwindet Stitchs Angst und schließlich macht er sogar begeistert mit. Hier stimmt etwas nicht. 626 will gehen freiwillig ins Wasser. In diesem Augenblick meldet sich die Präsidentin des Hohen Rats über Weltraumtelefon. Agent Pleakley, Sie sind überfällig. Ich wünsche einen Lagebericht. Oh, es läuft ganz gut. Er ist doch nicht Schwimmer. Ja, es läuft sehr gut. Jumba, läuft alles gut? Wieso er riskieren zu ertrinken? Jumba! Jumba, die Präsidentin ist dran. Ich hatte sie in Begleitung von 626 längst zurück erwartet. Wir packen nur noch ein paar Sachen und dann machen wir uns auf... Leg auf. Wir gehen jetzt schwimmen. Hä? Pleakley folgt Jumba ins Wasser. Als Nani, Lilo und Stitch durch den Tunnel einer brechenden Welle surfen, taucht Jumba unbemerkt neben ihnen auf, ergreift Stitch und zieht ihn ins Wasser. Dadurch bringt er das Brett zum Kippen und die beiden Schwestern plumpsen ins Meer. Lilo! Was war das denn? Irgend so ein Witzbold hat uns in der Tube runtergezogen. In diesem Augenblick erscheint Cobra Bobo am Strand. Er sieht, wie Stitch neben Lilo auftaucht, sich an ihr festklammert und sie in die Tiefe zieht. Lass sie los! Was ist denn? Stitch hat sie runtergezogen! Sofort taucht David hinterher und schafft es, Lilo wieder an die Wasseroberfläche zurückzubringen. Niemand sieht, dass Stitch von Jumba festgehalten wird. Stitch ist nach unten! Während David ein zweites Mal taucht, kann sich Stitch aus Jumbas Umklammerung befreien. Doch die Luft geht ihm aus und er droht zu ertrinken. Da erscheint David. Er schnappt sich den schon leblosen Stitch und bringt ihn an den Strand, wo die anderen bereits warten. Er ist bewusstlos, aber ich glaube, er lebt noch. Tatsächlich öffnet Stitch schon bald wieder die Augen, nimmt seine Umgebung aber nicht wahr und schlägt wild um sich. Schnell zieht Nani ihre Schwester aus dem Gefahrenbereich. Da entdeckt sie Cobra Bobo. Sie rennt zu ihm, um die Situation zu erklären. Es ist alles ganz anders. Wir haben nur... Uns ist gerade... Ich weiß, dass Sie sich anstrengen, Nani. Aber Sie sollten jetzt vor allem an das Wohl von Lilo denken. Auch wenn Sie dann nicht mehr zusammen sein können. Ich werde Lilo morgen früh abholen kommen. Es tut mir leid. Niedergeschlagen geht Nani zu den anderen zurück. Nani, kann ich euch beiden irgendwie helfen? Nein, David. Lilo und ich, wir müssen jetzt nach Hause. Es gibt viel zu besprechen, weißt du? Danke. David blickt den beiden traurig nach. Dann wendet er sich an Stitch. Weißt du, ich hab wirklich gedacht, sie würden es schaffen. Aber dann kamst du. Stitch lässt den Kopf hängen. Ja. Er ist schuld, dass Lilo und Nani bald getrennt werden. Das kleine Mädchen, das Gespräch mit Cobra Bobo nicht gehört hat, weiß davon noch nichts. Nani versucht es ihr zu sagen. Lilo, mein Schatz, ich muss dir was... Keine Sorge, du bist nett. Jemand gibt dir schon einen neuen Job. Ich würd's tun. Komm her. Eng umschlungen schaukeln die Schwestern in einer Hängematte hin und her, bis Lilo müde in ihr Zimmer geht. Dort findet sie Stitch, der das Familienfoto betrachtet. Das sind wir früher. Es hat geregnet und sie sind Auto gefahren. Was ist mit deinen passiert? Ich höre dich nachts wimmern. Träumst du von deinen Eltern? Deshalb machst du immer alles kaputt und schubst mich rum. Unsere Familie ist jetzt sehr klein. Wir haben auch nicht so viel Spielzeug. Aber wenn du willst, darfst du dazugehören. Du könntest unser Baby sein und wir zeigen dir, wie man lieb ist. Aber Stitch wendet sich von ihr ab. Er nimmt das Buch mit dem kleinen hässlichen Entlein und klettert zum Fenster hinaus.
Lilo schaut ihm traurig nach. Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten. Aber wenn du gehen möchtest, dann tu's. Ich werde bestimmt an dich denken. Ich habe noch nie jemanden vergessen. Und sie wird auch Stitch nicht vergessen, der in den Wald trottet, das Buch fest an die Brust gedrückt. Und genau wie im Buch hebt Stitch sein Gesicht dem Himmel entgegen und ruft: Wo bin ich? Dann setzt er sich auf den Waldboden und wartet. Er wartet, dass sich die Geschichte des hässlichen Entleins auch für ihn erfüllt. Dass seine Familie ihn findet und holt. Finden wollen ihn Jumba und Fleekly, aber nur um ihn gefangen zu nehmen. Da ihnen dies noch immer nicht gelungen ist, bekommen die beiden Außerirdischen einen wütenden Anruf aus der galaktischen Kommandozentrale. Ja! Hier Agent Fleekly? Meine Geduld mit Ihnen beiden ist am Ende. Haben Sie 626 nun gefangen oder nicht? Sie sind entlassen und werden in Kürze inhaftiert. Ihre Unfähigkeit ist schlicht und ergreifend unbeschreiblich. Aber... Auf Turo überlegt sich die Präsidentin eine Alternative. Und die heißt Kapitän Gantu. Es scheint, ich habe Jumbo und Klinkli überschätzt. Jumba und Plikli. Wie auch immer, das Unternehmen ist in Gefahr. Dies könnte für Sie eine Chance sein, Ihren Fehler wieder gut zu machen, Kapitän Gantu. Also was meinen Sie, wann wären Sie zum Aufbruch bereit? Unverzüglich. Während sich nun auch Kapitän Gantu auf den Weg zur Erde macht, ist Plikli noch immer geschockt, dass ihnen der Auftrag entzogen wurde. Gefeuert! Nun, wir es machen auf meine Art! Deine Art? Nein, nicht! Warte! Plikli rast hinter Jumba her, um ihn bei seiner Art der Suche nicht aus den Augen zu lassen. Doch 626 ist nicht zu finden. Also beobachten sie das Haus von Lilo und Nani. Die Sonne ist kaum aufgegangen, da erscheint Nani auf der Veranda. Sie weint, denn Lilo wird schon in wenigen Stunden von ihr weggeholt. Das Herz will ihr fast brechen. Schnell wischt sie sich die Tränen fort, als Lilo plötzlich vor ihr steht. Lilo, du bist ja schon wach. Süße, was ist denn? Stitch ist weg. Ehrlich? Ich bin aber nicht böse. Ihm hat's hier sowieso nie gefallen. Wir brauchen ihn auch nicht. Jumba hat genug gehört. Er ist schon wieder auf der Suche nach 626, als Nani ihre traurige kleine Schwester in den Arm nimmt und versucht, sie auf die bevorstehende Veränderung vorzubereiten. Lilo. Manchmal strengt man sich ganz doll an, aber dann wird plötzlich doch alles ganz anders. Manchmal ist auch wichtig, dass sich etwas verändert. Und manchmal ist es hinterher sogar besser. Selbst wenn... Nani! David! Ich glaube, ich habe einen Job für dich. Was hast du? Im Laden vom alten Kuakini, aber wir müssen uns beeilen. Oh, Moment. Lilo, mein Schatz, jetzt pass mal bitte gut auf. Du rührst dich hier nicht vom Fleck, hörst du? Ich bin sofort wieder da. Schließ die Tür von innen ab und mach niemandem auf, okay? Jetzt beginnt unsere Glückssträhne, ich weiß es. Während Nani mit David ins Dorf rennt und Lilo brav die Haustür verschließt, erwacht Stitch im Wald. Überrascht schaut er sich um. Da entdeckt er Jumba, der sich mit schussbereiter Plasmakanone vorsichtig nähert. Bleib stehen, zwinge mich nicht zu schießen. Du bist viel zu viel wert. Ja, ruhig, komm her zu mir. Warten. Auf was? Familie. Du hast gar keine Familie. Ich bin dein Schöpfer. Aber ich könnte... Du bist Vernichtungsmaschine. Du wirst sein immer allein. Jetzt komm her, du. Wir dich werden zerlegen. Dann nicht doch! Stitch flieht. Jetzt, da er weiß, dass er keine Familie hat, rast er dorthin, wo er sich zu Hause gefühlt hat. Zu Lilo. Durch die Hundetür gelangt er ins Haus. Stitch? Was ist denn? Shh.
Jamba bricht die Tür auf. Dich zu verstecken hinter kleine Freunde nichts mehr nutzen. Du noch nicht wissen, wir sind gefeuert seit heute Morgen. Jetzt gelten neue Regeln. Die neuen Regeln kennen kein Pardon. Stitch schubst das Mädchen schnell aus dem Gefahrenbereich und präsentiert sich selbst als Zielscheibe. So lockt er den schießwütigen Jamba von Lilo weg. Ja, komm schon, lass du dich so anstellen. Ungetisch, Mister. Ich dich bauen doch wieder zusammen. Dann mache ich dich größer und nicht so kuschelig. Bin kein kuschelig. Jamba jagt den Kleinen erbarmungslos durchs Haus. Da erscheint Plikli und versucht ihn zu stoppen. Mama! Immer sein du im Weg! Wo ist die Kleine? Was hast du mit dem Mädchen gemacht? Lilo telefoniert, was Plikli gar nicht gefällt. Cobra Bobo, Aliens überfallen gerade unser Haus. Nein, nein, nein! Die wollen meinen Hund! Kein Grund, gleich Alarm zu schlagen! Schnell unterbricht er das Telefonat, denn die Erdbewohner dürfen eigentlich nicht wissen, dass Außerirdische gelandet sind. In diesem Moment findet Stitch die Waffe, die Jamba im Kampf verloren hat. Mit Waffen man nicht spielen. Der Wissenschaftler steckt eine Möhre in den Lauf der Plasmakanone. Das wird stoppen! Leider hat Stitch schon abgedrückt. Der Plasmastrahl ist aktiviert. Die Waffe wird jeden Moment explodieren. Als Plikli die Gefahr erkennt, schnappt er sich Lilo und rennt mit ihr aus dem Haus. Was ist mit Stitch? Glaub mir, das nimmt kein gutes Ende. Kaum sind die beiden draußen, explodiert die Kanone. Das Haus fliegt in die Luft. Nani ahnt davon nichts. Sie bedankt sich gerade herzlich bei ihrem neuen Arbeitgeber. Plötzlich rast ein Feuerwehrauto an ihr vorbei. Nicht links abbiegen. Erschrocken rennt sie nach Hause. Dort angekommen, findet sie nur noch glimmende Trümmer, die Überreste ihres Heims. Trotzdem ist sie erleichtert, denn ihrer Schwester ist nichts passiert. Lilo sitzt wohlbehalten im Auto von Cobra Bobo. Abfahrbereit. Bitte, tun Sie mir das nicht an. Ich habe keine andere Wahl. Nein, Sie nehmen sie nicht mit. Ich bin die Einzige, die sie versteht. Wenn Sie das nehmen, hat sie keine Chance. Sie machen es uns allen nur unnötig schwer. Sie können das doch gar nicht beurteilen. Sie braucht mich. So etwas braucht kein Kind. Cobra deutet auf das Chaos. In diesem Augenblick klettert Lilo aus dem Auto und rennt in den Wald. Lilo! Stitch, der gerade aus den Trümmern kriecht, entdeckt Lilos wertvollsten Besitz. Schnell schnappt er sich das Familienfoto, das leider etwas angebrannt ist, und folgt Lilo in den Wald. Als er sie eingeholt hat, überreicht er ihr das angekohlte Foto. Das ist alles deine Schuld. Da zeigt Stitch sein wahres Aussehen, mit Rückenstacheln und allem, was dazugehört. Du bist auch so einer? Hau bloß ab, Stitch. Plötzlich fliegt ein Netz über die beiden. Kapitän Gantu tritt hinter den Bäumen hervor. Überraschung! Und ich habe gedacht, du wärst schwer zu fangen. Wie dumm von mir. Schon schleppt er seine Gefangenen zum Raumschiff und lässt sie dort in einen durchsichtigen Sicherheitsbehälter plumpsen, den er an der Außenwand seines Schiffes befestigt. So, das hätten wir sicher verpackt und fertig zum Abflug. Nani kommt zu spät. Nein! Halt! Hilflos muss sie zusehen, wie das Raumschiff abhebt. Lilo. Stitch gelingt es, sich durch den Behälter durchzureißen. Da beschleunigt das Raumschiff. Stitch fällt zur Erde, wo ihn Nani mit einem Stock bewaffnet erwartet. So, und jetzt rede. Ich weiß, dass du damit drin hängst. Wo ist Lilo? Rede! Ich weiß, dass du es kannst. Okay. Bevor Stitch antworten kann, streckt ihn ein Plasmastrahl nieder. Jamba und Plikli haben ihn betäubt, um ihm die Bändigungsschellen überstreifen zu können. So, nun Schluss mit lustig sein! Du bist verhaftet! Lies ihm seine Rechte vor! Jetzt hör gut zu! Jamba liest Stitch nichts vor. Er demonstriert ihm seine Rechte, indem er ihn gegen einen Baum knallt. Während Plikli die Präsidentin über ihren Erfolg informiert. Hallo, galaktische Kommandozentrale. Experiment 626 ist in Gewahrsam. Wir werden hier auf euch warten. Furchtlos nähert sich Nani den beiden Außerirdischen. Wo ist Lilo? Will? Kontaktaufnahme vermeiden. Lilo, meine Schwester.
Uns leid tut, wir niemand kennen, der hatte diese... Na... Lelo! Ein kleines Mädchen, so groß, schwarze Haare, braune Augen und immer in Begleitung von diesem Ding! Angewidert deutet sie auf Stitch, der wieder bei Bewusstsein ist. Wir sie kennen. Ihr sollt sie mir zurückbringen! Oh, das können wir nicht. Verstehen Sie, Problem ist, wir hier nur wegen ihm. Sie kommt nie wieder? Weinend bricht Nani zusammen. Da rückt Stitch näher zu ihr. Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten. Zusammenhalten. Her. Stitch flüstert Jumba etwas ins Ohr. Was? Da hat man so viel Ärger mit dir und du erwartest, dass ich helfen dir? Einfach so? Gut. Gut? Du tust, was er verlangt? Ja, er ist sehr überzeugend. Überzeugend? Verrätst du mir jetzt bitte, was wir vorhaben? Wir sie retten. Holen wir Lilo zurück? Mit dem Raumschiff von Jumba und Pliki nehmen die vier die Verfolgung auf. Was genau haben wir eigentlich vor? Keine Sorge, alles Teil vom Plan. Wir sind die Profis. Schon haben sie Gantus Raumschiff eingeholt, das noch dicht über der Erde schwebt. Okay, jetzt ein Showtime! Jumba rammt das kleinere Raumschiff. Gantu kommt ins Trudeln. Jetzt rund geht's! Während Gantu sein Schiff unter Kontrolle zu bringen versucht, macht Stitch sich bereit. Los, los, los! Jumba öffnet die Luke seines Raumschiffs. Stitch wird hinausgesaugt, schießt durch die Luft und landet auf Gantus Windschutzscheibe. Runter von meinem Schiff, du kleines Ungetüm! Gantu fliegt eine scharfe Kurve und Stitch fällt viele hundert Meter tief. Reglos bleibt er am Erdboden liegen. Stitch bewusstlos! Und was sollen wir jetzt machen? Nähe bleiben, auf Wunder hoffen, wir nichts tun können. Aber Gantu weiß, was er tun kann. Computer, Orte Experiment 626. 626 geortet. Das wird sein Ende. Er steuert sein Raumschiff genau auf Stitch zu, der langsam wieder auf die Beine kommt. Mit der Bordwaffe schießt Gantu auf ihn, doch der kleine Kerl kann sich in Sicherheit bringen. Das Raumschiff muss einen neuen Anflug starten. Lilo schreit ihm zu. Lass mich nicht hängen, okay? Okay. Da sieht Stitch einen Tanklastwagen auf sich zukommen. Okay. Er zwingt den Fahrer zu einer Vollbremsung, verjagt ihn und rast mit dem Laster in den Krater eines Vulkans. Direkt in die flüssige Lava. Die Explosion des Tankers schleudert Stitch hoch in die Luft, hinauf zu Gantus Raumschiff. Er durchbricht die Windschutzscheibe und landet auf Gantus Schoß. Du miese, fiese Fehlkonstruktion! Du bist süß und kuschelig! Der süße und kuschelige Kerl zeigt seine Riesenkräfte und wirft Gantu aus seinem Raumschiff hinunter auf die Tragfläche von Jumbas Schiff. Dann befreit er Lilo aus ihrem Gefängnis. Du bist zurückgekommen. Alle müssen zusammenhalten. Plötzlich schießt Gantu. Lilo! Mit Lilo auf den Armen springt Stitch in die Tiefe. Gantus Schuss erwischt sein eigenes Raumschiff. Es explodiert. Die Druckwelle schleudert Gantu von Jumbas Schiff. Doch bevor er in die Tiefe stürzt, greifen kleine Hände nach ihm. Stitch, der mit Lilo auf der Tragfläche gelandet ist, hält Gantu fest und rettet auch ihn. Braves Hündchen! Lilo ist mächtig stolz auf ihren kleinen Freund. Kaum ist Jumbas Raumschiff im Wasser gelandet, da entdeckt Lilo einen Surfer auf seinem Brett. Way! David! Hey, Lilo! Kannst du uns zum Strand rüberbringen? Klar. Ich muss dann aber zweimal fahren. Am Strand werden sie bereits erwartet. Cobra Bobo steht neben der Präsidentin des Hohen Rats, die mit einer Flotte der Galaktischen Föderation angekommen ist. Als Stitch vom Surfbrett springt, werden ihm sofort Bändigungsschellen übergestreift. 626 gefasst. Bringt ihn auf mein Schiff. Lassen Sie ihn los. Warte, Lilo. Cobra Bobo hält Lilo zurück, damit Jumba seiner Präsidentin alles erklären kann. Doch der außerirdische Wissenschaftler weiß nicht, wo er anfangen soll. Ich glaube, da war was. Wie? Ihnen verdanken wir das hier alles.
Ohne Ihr Experiment 626 wären wir erst gar nicht in die... Stitch. Bitte? Mein Name Stitch. Meinetwegen Stitch. Wenn Stitch nicht gewesen wäre... Überrascht unterbricht sich die Präsidentin und schaut den sprechenden kleinen Kerl erstaunt an. Muss Stitch jetzt in das Schiff? Ja. Darf Stitch Wiedersehen sagen? Ja. Stitch geht zu Lilo und Nanny. Dankeschön. Wer seid ihr? Das ist meine Familie. Ich hab sie ganz alleine gefunden. Sie ist klein und kaputt, aber auch gut. Ja, sehr gut. Gerührt wendet sich Pleakley an die Präsidentin. Muss er denn wirklich gehen? Ich kann nun mal die Gesetze des Hohen Rats nicht einfach außer Kraft setzen. Da schaltet sich Cobra Bobo ein. Lilo? Sag mal, hast du dieses Ding nicht im Tierheim gekauft? Hey! Vor 3 Tagen habe ich Stitch im Tierheim gekauft. Ich habe $2 bezahlt. Sehen Sie den Stempel? Er gehört mir. Wenn Sie ihn mitnehmen, ist das Diebstahl. Die Präsidentin überlegt kurz. Dann verkündet sie das Urteil. Halten Sie Folgendes fest. Ich verurteile dieses Geschöpf zu lebenslangem Exil. Dieses Urteil ist sofort rechtskräftig und wird hier vollstreckt. Auf der Erde. Noch nie hat sich ein Verurteilter so über die Verbannung gefreut. Glücklich wirft Stitch sich in Lilos Arme, die wie ein Honigkuchenpferd strahlt. Und als zukünftige Hüter über die außerirdische Lebensform Stitch steht diese Familie nun unter dem offiziellen Schutz der Vereinigten Galaktischen Föderation. Eine Familie, die unter dem offiziellen Schutz der Föderation steht, will auch Cobra Bobo nicht trennen. Nani, Lilo und Stitch dürfen zusammenbleiben. Sie können ihr Glück kaum fassen. So, jetzt zu ihrem Haus. Gemeinsam bauen sie das Haus von Nani und Lilo wieder auf. Das macht Stitch, der nur das Zerstören kannte, großen Spaß. Und schon bald erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Als gemütliches Heim einer glücklichen Familie. Die Idee von Ohana hat gezeigt, dass jeder zur Familie gehören kann. Sogar ein kleiner, sechsbeiniger Außerirdischer namens Stitch.